Herzlich willkommen zurück zu Ankh. Wir sind in der Sphinx, im Kopf jetzt gerade. Und ja, haben jetzt hier noch so ein paar Gegenstände aufgesammelt, aber so richtig machen kann ich jetzt hier, glaube ich, gerade nichts. Ich habe mir auch alles angeschaut schon, deshalb steigen wir mal wieder nach unten, denn wir suchen ja den Eingang zur Totenwelt immer noch. Zur Unterwelt, wie auch immer, zum Reich von Osiris. So, ich glaube, ich nehme jetzt mal hier ein bisschen Wasser mit. Ich hoffe, das geht. Wir haben ja immer noch den Eimer dabei. Denn mit dem Zement, den wir unten einsammeln können, und dem Wasser können wir bestimmt irgendwas anfangen. So, dann gehen wir erstmal wieder nach unten. Dann war ja hier drüben, lag ja noch irgendwo so ein Brief, an dem wir von hier oben nicht rangekommen sind. Mal sehen, ob das von unten geht. Aber das werden wir schon alles noch rausfinden. Auf jeden Fall denke ich mal, werden wir die alle brauchen, um rauszufinden, was wir jetzt eigentlich tun sollen. Also wir wissen ja schon, dass die den Schalter irgendwie falsch rum eingebaut haben. Und der Schalter muss irgendwo hier unten sein. Frage ist jetzt nur, ob wir jetzt, wie wir das Wasserbecken zum Beispiel leeren könnten, um da ranzukommen. Oh, ich denke mal, wir müssen hier rüber. Ne, irgendwo hier, ja. Hier rüber. Hier irgendwo habe ich das runtergeschmissen, den Sack, genau. Irgendwo hier oben war dann auch entsprechend der Brief. Da müssen wir jetzt gleich nochmal gucken, ob wir da irgendwas schon machen können. Hier bin ich ja reingekommen, genau. Ich muss nochmal hier rüberlaufen. Ich dachte, irgendwo hier war das. Nee, das stimmt ja gar nicht. Es muss irgendwo hier oben gewesen sein, ne? Pfosten mit Kerben. Da mal sowas wie eine Leiter drin war. Dass da die Sprossen irgendwie weg sind. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal hier drüben, hatten wir ja durch den Wagen hier diese Spur. Das sieht ja aus wie eine Leiter. Ich werde das jetzt einfach mal ausgießen. Der Wagen hat eine tiefe Spur im Lehm hinterlassen. So. Man sieht, hier wird für die Ewigkeit gebaut. Jawohl, das verteilen wir jetzt mal. Und dann kommt da Wasser drauf. Und dann stecken wir uns das ein. So. Das können wir jetzt bestimmt da drüben anbringen. Mal sehen, wo uns das hinführt. Und ob wir da noch irgendwas erreichen können, was uns erstmal weiterführt. Was guckst du? Die Platten sind noch nicht fertig verlegt. Das ist richtig. So. Aber hier kommen wir erstmal nicht weiter. Wir haben oben aber noch irgendwelche Formen für Nase und Auge. Ob da noch irgendwas mitgemacht werden muss, das werden wir sicherlich auch noch rausfinden. Erstmal wird das jetzt hoffentlich funktionieren. Jawohl. So. Jetzt klettern wir hier noch hoch. Und kommen auf jeden Fall schon mal an diesen zweiten Brief. Einen dritten sogar. Ach ja. Kombiniere Nase des Sphinx-Schlossers. Ach du Scheiße. Das heißt, wir haben seine Hand schon draußen und das ist jetzt die Nase von dem. Na, ist ja herrlich. Von Pharao an Arbeitstrupp, Betreff, Antwort, Antwort, Mumie. Guter Punkt. Ihr braucht ja noch den Schlüssel fürs Aquarium. Den hat der Sphinx-Architekt bei sich. Der Sphinx-Architekt? Meint er damit meinen Vater? Ich habe sowieso gerade zwei Bedienstete bei ihm vorbeigeschickt, um ihm sein letztes Geleit zu geben. Die können den Schlüssel dann ja gleich mitbringen. Und dann tut mir den Gefallen, macht diese Kammer wieder auf und montiert den Schalter richtig, ja? Sonst kann ich mich gleich um einen Schreibtischjob in der Totenwelt bewerben. PS, bis dahin habt ihr erstmal frei, deshalb anbei der Schlüssel zum Notausgang, falls ihr euch wieder selbst einsperrt. Okay, das heißt, wir kommen schon mal raus und müssen dann zu Asirs Vater. Ja, wir haben ja schon gehört, dass der Pharao
die Meuchelmörder geschickt hat. Das hat sich jetzt hiermit auch bestätigt. Nochmal, wir haben es in schriftlicher Form. Aber was ist damit jetzt? Der Wagen hat eine tiefe Spur im Lehm hinterlassen. Ja, den war schon verwendet. Aber was das jetzt alles genau auf sich hat, wir werden ja den ja auch einfach nach dem Schlüssel fragen können, hä? Hätte sich bestimmt nicht verweigert, dem Pharao den Schlüssel zu geben. Na gut. Wir werden jetzt erstmal den Notausgang nehmen und dann zurück zu Aziz Vater. Gott, und dann brauchen wir wahrscheinlich noch die Augen des Schlossers. Hätte nie gedacht, dass du so weit kommst. Dinar, wieso hast du mich verfolgt? Ich wollte von Anfang an das Ankh. Jetzt werde ich es mir holen. Ich werde es persönlich an Osiris übergeben. Nicht, dass du noch irgendwelchen Unsinn anstellst. Bei dir muss man ja auf alles gefasst sein. Selbst wenn du ankommen würdest, wüsstest du überhaupt, was du bei Osiris machen wolltest? Ich werde die Tochter des Pharao zurückholen. Ich werde das Ankh gegen die Aufhebung meines Fluches tauschen. Ich werde die Tochter zurückholen und das Ankh gegen die Aufhebung meines Fluches tauschen. Ich werde euch alle austricksen und am Ende das Ankh und die Tochter des Pharao besitzen. Tja, wir wissen ja gar nicht, was wir mit dem Ankh eigentlich sollen, ne? Ich werde die Tochter zurückholen und das Ankh gegen die Aufhebung meines Fluches tauschen. Von wegen. Du wirst mir meinen Plan nicht zunichte machen. Ich habe die Tochter des Pharao für Osiris entführt. Und ich werde nicht zulassen, dass du dich in Osiris' Pläne einmischst. Denn jetzt werde ich dich töten und von dir auch noch das Ankh bekommen. Das mächtige Ankh. Ich bin so raffiniert. Sag auf Wiedersehen, du Blödhammel. Auf Wiedersehen, du Blödhammel. Na, warte. Oh, nicht doch. Oh, das war wahrscheinlich das Ende von Dinar, oder? Souvenire! Souvenire! Das Nagelbett! Um des Pharao willen, Mann! Nimm das Nagelbett da weg! Dieses wunderschöne Möbelstück wird sich nur vom Fleck bewegen, wenn es jemand käuflich erwirbt. Kaufen? Bist du total irre? Ich baumle hier an einer vertrockneten Bandage! Und seit wann ist das Nagelbett überhaupt ein ägyptisches Souvenir? Gut, wenn du es nicht haben willst. Ich habe auch original ägyptische Skarabäen. Okay, okay, schon kapiert. 100 Mäuse. Was? 100? Niemals. Na gut, 90 für einen Freund. 20. 80. Abgemacht! Das Nagelbett bleibt natürlich so lange hier, bis sie es vollständig bezahlt haben. Okay, dann bleibt es wahrscheinlich noch eine ganze Weile hier. Können wir das jetzt wieder einstecken? Ach nee, können wir nur wieder neu benutzen, ne? Ja, das will ich ja nicht. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Wir müssen jetzt erstmal ganz schnell zurück nach Hause. Um dann wahrscheinlich wieder ganz schnell hierher zu kommen. So. Ja, Dinar dürfte jetzt aber, nachdem er in das Zitteraalbecken gefallen ist, irgendwie tot sein. Jetzt hat er kein so glückliches Ende genommen mit ihm. Wenn wir den Pharao jetzt stecken, dass er seine Tochter entführt hat, ist er bestimmt jetzt nicht so böse auf uns. Obwohl es ihn ja an sich nicht so sonderlich gestört hat, dass seine Tochter weg ist. Gucken, vielleicht machen wir jetzt immer noch diese Lebensanzeige. Was ist denn hier los? Ach wirklich? Ja, zum Sterben schön. Wir machen Ihnen ein Sonderangebot. Ich kriege ein Sonderangebot, ist das sicher?
Todsicher. Also ein bisschen Urlaub könnte ich ja schon vertragen. Und diese Ruhe. Keine Menschenseele weit und breit. Grabesstille sozusagen. Also dieses Ferienparadies müssen Sie sich einfach ansehen. Unser Reiseleiter hier, der werte Herr Matschauge, der wird sich Ihrer annehmen. Oh, persönliche Betreuung. Ja, Gysi ist ein wunderschöner... Okay, das sollten wir vielleicht mal jetzt hier einschreiten. Ach, wirklich? Die beiden haben sich offenbar wieder erholt. Wir machen Ihnen ein Sonderangebot. Ich kriege ein Sonderangebot. Ist das sicher? Du schon wieder. Wir haben die Branche gewechselt. Hast du nicht Hausarrest, Junior? Was macht er hier? Ihr wechselt jetzt lieber schnell die Stadt, bevor ich euch Beine mache. Ihr sollt meinen Vater töten, weil er die Geheimnisse der Sphinx kennt. Ihr seid so fies. Vater nennt mich nicht Junior. Ihr sollt meinen Vater töten, weil er die Geheimnisse der Sphinx kennt. Töten? Also wir sprechen da lieber von aus dem Weg räumen. Was macht ihr hier? Och, nichts. Der alte Herr hat sich einen Urlaub redlich verdient. Und Gysi ist sehr schön um diese Jahreszeit. Ja, ich war da. Da ist nur eine Ich war dort. Da ist nur eine Bauruine. Oh, tja, also ich glaube, wir haben auch noch andere Kunden. Vielleicht sollten wir uns von diesem Auftrag wirklich zurückziehen. Ja, das wäre wohl besser. Komm, Matschauge. Wir suchen uns einfachere Kunden. So, jetzt sollten wir mal mit ihm reden. Mein alter Herr. Asil, was glaubst du eigentlich, was du hier tust? Vater, das ist nicht der richtige Augenblick. Respektiere die Autoritätsperson. Ja, schon. Aber nicht, wenn sie dummes Zeug machen. Du scheinst mir doch etwas aufgeregt zu sein. Dann erzähl mal, was dir auf dem Herzen liegt. Wir reden ja so selten miteinander. Ich möchte einen Sportpferdewagen. Ich will Feuerwehrmann werden oder... Nee, wir wollen jetzt mal endlich den Schlüssel zur Grabkammer. Schließlich tickt die Uhr, ne? Ich brauche den Schlüssel zur Grabkammer der Sphinx. Den Schlüssel zur Grabkammer? Ich will ja gar nicht wissen, was das zu bedeuten hat. Außerdem weiß ich gar nicht mehr, wo ich den hingelegt habe. Dieser arme Schlosser dachte, er könne sich beim Pharao unentbehrlich machen, indem er alle Schlösser nur mit seinen eigenen Körperteilen aufschließbar machte. Naja, der Pharao hat gute Chirurgen. Aber unser Schlosser ist tapfer geblieben, trotz aller Widrigkeiten. Hier, ich habe sogar noch ein Bild von ihm. Dann gehe ich diesen Schlüssel mal suchen. Wir suchen also die Augen oder ein Auge. Lecker. So, hier können wir uns nichts anschauen. Hier kommen wir rein. So, den Schrank haben wir ja schon untersucht. Mit Vaters Skizzen könnte man hunderte Windschiefer-Monumente bauen. Das ist auch gut. Hier werden Vaters berühmte fürchterliche Fallen entworfen. Hier gibt es vielleicht auch einen Hinweis darauf, wo er die Schlüssel hat. Was war das gerade hier? Ah nee, das ist nur hier, oder? Nimm Efeu. Efeu sorgt für einen gesunden Schlaf. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Na gut, dann nicht. Ich dachte ja nur... Bazar Sommerparty. Liveband, Lisa und die quirligen Sandkäfer. Eine sehr praktische Konstruktion. Ja, absolut. Ein Familienerbstück. Leider etwas aus den Fugen geraten. Den hat mein Großvater in Theben ersteigert. So, dann gehen wir mal hoch. Hier unten ist jetzt nichts weiter. Ach, wir hatten ja noch das Teil hier, genau. Kann man da nicht noch irgendwas machen? Mal einen Hebel ziehen. Das hat
hatten wir ja schon ausprobiert. Der lässt sich sicher bewegen. Ja. Ha. So viel dazu. Dann gehen wir gleich mal wieder runter. Und gucken mal, das war jetzt draußen, ne, das Ding. So, mal sehen, was wir hier jetzt finden können. Ein geheimes Fach. Ja, ganz spannend. Und da haben wir es. Das Auge des Schlossers. Hiermit sollte ich das Becken mit den Zitteraalen leeren können. Wunderbar. Dann geht's ja auch direkt wieder zurück. Mach es gut, ne? Aber bring den Schlüssel wieder zurück, wenn du ihn nicht mehr brauchst. Na gut. Kann ich das Bild nochmal sehen? Ja, bitte. Kann ich das Bild nochmal sehen? Hier ist es. Ein tapferer Kerl, unser Schlosser. Ja, also, naja, er hat eine Hand verloren, die Nase und ein Auge. Das haben wir jetzt alles mittlerweile gefunden. Dann haben wir ja, denke ich mal, alle Gegenstände, die wir brauchen. Dass wir nur noch bis in die Unterwelt kommen. So, jetzt spreche ich nochmal mit dem Typen hier. Take Tut Kashun. Wie ich sehe, bist du noch verflucht. Aber ich habe großes Vertrauen in deine Fähigkeiten. Denn wenn du erfolgreich bist, dann, und das sehe ich genau, wirst du reich und mächtig sein. Und dann wirst du doch deinen guten alten Freund Take Tut Kashun sicher nicht vergessen. Okay, der sagt immer nur das Gleiche. Na dann geht's zurück. Und wir machen uns auf. So Sphinx. Ich frage es jetzt, ob ich vorher noch mal kurz bei Tara vorbeischaue, aber das ist wahrscheinlich ein recht langer Umweg. Deshalb werde ich es wahrscheinlich doch nicht machen. Na komm. So, auf zur Wüste. Und dann zur Sphinx. So, wie viel schulden wir jetzt eigentlich dem Typen mit seinem Nagelbett? 80 waren es, oder? Naja, kann er noch eine Weile warten, ehe er das bekommt. Ups. So. Leider den ganzen Weg wieder nach oben stiefeln, um das Auge einzusetzen. Und dann müssen wir ja noch irgendwie wieder da runterklettern, ne? Also wir müssen ja irgendwie dann hier reinkommen. Ups, ne, hier, komm. Und hier hoch, bitte, Asiel. Das werden wir aber dann sehen. Vielleicht können wir dann durch irgendeinen Schlitz da klettern. Vielleicht reicht das ja schon. Die Nase sieht man da aber nicht, oder? Naja, theoretisch müssen wir dann sehen, wenn wir jetzt da runterkommen. So. Einmal das Auge da rein. Na, dann werden wir mal an der Schnur ziehen, ne? Eine Kette, an der man ganz offensichtlich ziehen kann. Das ist wie so eine Klospülung. Ja. Ach, sogar mit Rutsche. Perfekt. Das ist ja wirklich praktisch. Dann brauchen wir gar nicht wieder den ganzen Weg nach unten klettern. Also wir müssen nur den kleinen Abschnitt hier nochmal ablaufen. Und da geht's runter zum Abstieg. Da wollen wir hin. Und da sollte ja dann der Knopf sein. Oh, jetzt muss er leider eine Runde rumlaufen, naja. Der Knopf sein, der das Tor zur Unterwelt öffnet oder so. Obwohl, wir müssen das Diadem noch irgendwo einsetzen. Also in meinem Zustand wage ich mich da nicht runter.
Was denn, willst du Feigen essen? Mit dir, Asiel? Ich muss erstmal öffnen, ne? Ich sollte es anders versuchen. Ach, Mensch, Wir müssen jetzt irgendwie unsere Energie wieder aufladen. Allerdings ist die Zeit jetzt an der Stelle vorbei. Deshalb werden wir im nächsten Video weitermachen. Bis dann. Tschüss.